Hi Leute, ich habe mir jetzt zu dem System erst mal Gedanken gemacht, zu dem wirklich sicher kommunizieren, wirklich sicher chatten über das Internet oder über andere Netzwerke, wie man die Zufallszahlen erzeugt, die auf die SD-Karte müssen, weil die Zufallszahlen müssen ja wirklich sicher sein. Und ich habe mir gedacht, Grundprinzip eine Rauschquelle, wie Transistorrauschen, oder man könnte auch Rauschen vom Radio nehmen, wenn ich da ein Radio... So ein Rauschen müsste man nur digitalisieren. Ein Rauschen, das schaut ungefähr so aus, ist ganz grob. Jetzt sage ich, ich nehme einen Analog-Digitalwandler, der mir die analogen Spannungslevel in eine digitale Zahl zwischen 0 und 255 macht. Dann habe ich hier, dann messe ich erstmal, wie viel Spannung ist da. Und da habe ich hier 130, dann messe ich nochmal 125, messe ich nochmal 143, messe ich nochmal 90, messe ich nochmal 173 und so. Ich kann in regelmäßigen Abständen messen. So, jetzt wenn ich nur die letzte Zahl von den Werten nehme, also 05303, dann habe ich hier 05303 eine echt gute Zufallszahl. Das sind die Zahlen, die ich auf SD-Karte speichere. Aber eigentlich habe ich als Ausgabe immer so eine 8-Bit-Zahl, die halt von 0 bis 255 ist. 0 ist alles mit 0, 255 ist alles mit 1. Jetzt wenn ich von diesen 8-Bit nur das letzte Bit nehme, wobei ich könnte auch die letzten 2 oder letzten 3 Bits nehmen, je nachdem wie groß der Ausschlag ist. Wenn der gewaltig groß ist, könnte man auch die letzten 3 Bits nehmen. Aber wenn ich jetzt nur das letzte Bit nehme, dann habe ich bei jeder Messung von den Analog-Digital-Wandler, wobei so ein PIC16F876, der kann so um die 40.000 bis 80.000 Messungen in die Sekunde machen. Also je kleiner der Zahlenraum ist, desto mehr pro Sekunde könnte er machen. Dann hätte ich hier jetzt schon 40.000 Bit, also 40 Kilobit an Zufallszahlen. Also 0, 1, 1, 1, 1, 0 und so weiter. Und das ist auch eine gute Zufallszahlenfolge. Jetzt kann ich eine SD-Karte nehmen, kann von Adresse 0 quasi, ich kann sagen, ich schreibe auf die SD-Karte von Adresse 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter bis 2 GB, schreibe ich jetzt dann die Zufallszahlen da rein. Ich nehme immer nur das letzte Bit und schreibe das dann rein. Wieder habe ich jetzt 0, 1, 1, 1, 1, 1, also 0, dann 4 mal die 1 und eine 0, genau 0. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 und so. Ich kann dann die ganze SD-Karte mit Zufallszahlen vollschreiben. Und damit habe ich für die One-Time-Pad-Verschlüsselung echt eine sichere Zufallszahlenfolge. Das, was ich mache, ist einfach nur Rauschen digitalisieren. Als Rauschquelle, denke ich mal, werde ich einen Transistor nehmen oder eine Zener-Diode oder sowas, halt irgendein Bauelement, das stark rauschen tut. Das Rauschen ist auch ziemlich gleich verteilt und auch deshalb, weil ich nur den niedrigsten Wert nehme. Also ich nehme nur das niederwertigste Bit. Es ändert sich sehr häufig und das ist bei so einer Rauschquelle dann auch wirklich zufällig. Und es ist nicht vorherberechenbar, also man kann es nicht wirklich berechnen. Es ist zwar keine perfekte Zufallszahlenfolge, weil perfekt geht, denke ich mal, nur bei Quantenvorgängen, aber es dürfte schon eine sehr gute Zufallszahlenfolge sein, gut genug, dass man die One-Time-Pad-Verschlüsselung nicht so einfach knacken kann, sodass man in Ruhe und ungestört und wirklich sicher mit einer zweiten Person kommunizieren kann. Natürlich muss man die SD-Karte dann denjenigen wirklich in die Hand drücken, privat übergeben über eine sichere Quelle, weil sobald der Schlüssel irgendwie irgendwo bekannt wird, dann können andere den Datenstrom, der übers Internet läuft, entschlüsseln. Aber solange dieser Schlüssel hier geheim ist, also ich kann meinem Freund die SD-Karte geben oder das zweite Gerät und ich habe die gleichen Zahlen wie er auf der SD-Karte, kann wirklich keiner das, was wir kommunizieren, dann mitlesen, solange keiner an die Daten kommt. Und die Daten vernichten geht auch ganz einfach. Man könnte zum Beispiel auch die Daten wieder mit neuen Zufallszahlen überschreiben, genauso wie sie dann reinkommen. Das Problem ist nur, wir müssen beide die gleichen Zufallszahlen haben. Das heißt, irgendwann müssen wir uns wieder treffen und ich muss die Zufallszahlen von der einen SD-Karte auf die andere 1:1 rüber kopieren. Ansonsten könnte derjenige meine Texte nicht entschlüsseln und ich seine nicht, wenn wir verschiedene Zufallszahlen hätten. Aber die Möglichkeit, dass man die SD-Karte quasi wieder mit echten Zufallszahlen vollschreibt, ja, ist so eine gute Idee,
Man kann den Zufallszahlengenerator ja immer wieder mal aktivieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Chatpartner einen Text schreibe, der 300 Byte lang ist oder 300 Zeichen ist, brauche ich 300 Byte. Ich kann aber dann, nachdem ich das verschlüsselt habe mit meiner Zufallszahl, schon meinen Zufallszahlengenerator anwerfen und diese 300 Byte ziemlich schnell von der SD-Karte ersetzen, also überschreiben. Und mein Gegenpartner, der kann, sobald er einen Text bekommen hat und den entschlüsselt hat, sofort diese 300 Byte auch wieder mit neuen Zufallszahlen überschreiben. Damit wird der Schlüssel wirklich vernichtet. Das Einzige, was übrig bleibt, ist der Klartext, den ich verschlüsselt habe und ihm geschickt habe und den er dann im Display noch drin stehen hat. Aber der dann nur im flüchtigen RAM-Speicher ist, das heißt, wenn man das Gerät ausschaltet, wird der Klartext auch weg. Damit wir Klartext und Schlüssel zerstören und selbst wenn jemand das, was wir kommuniziert hätten, mitschneidet, wenn kein Schlüssel mehr existiert, dann wird er das nicht mehr dekodieren können. Also die Möglichkeit, Zufallszahlen einfach aus Transistorrauschen, aus einer Rauschspannung zu gewinnen, die man einfach das Ganze digitalisiert und dann wirklich nur die Enden der Zahlen nimmt, also die niederwertigsten Enden. Also wenn ich jetzt da von 0 bis 255 gehe, dass ich nur die letzte Zahl nehme, die 0, die 5, die 3, die 0, die 3, oder quasi binär halt nur das letzte Bit nehme, 0, 1, 1, 1, 1, 0 und so weiter. Und da habe ich dann wirklich eine echte Zufallszahlenfolge. Mit echt guten Zufallszahlen, die jetzt nicht besonders zufällig sind und die auch nicht errechnet werden können. Okay.